Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist PixelPico und wir spielen ein neues Let's Play. Jawohl, und zwar ein Minecraft-Adventure, ne? Ich habe im Internet mal rumgeschaut, was es da so alles gibt und bin auf dieses hier gestoßen. Es nennt sich Tempel im Dschungel und ich weiß schon mal so viel, dass uns jetzt 30 Herausforderungen, 30 Räume bzw. 30 Aufgaben erwarten werden, die wir zu lösen haben. Und wollen wir mal sehen, wie gut wir da zurechtkommen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ich weiß genau, ich werde keinen Spaß haben. Och man. Naja, okay. Dann legen wir mal los, wa? So, und ich würde sagen, wir starten auch direkt, indem wir hier einmal den Tempel betreten. Und dann sehen wir auf unserer rechten Seite auch schon ein paar Hinweise. Hebel auf Gold, also Hebel dürfen auf Goldblöcken platziert werden, okay. Knopf auf Smaragd, alles klar, auch zu verstehen. Und Redstone-Fackeln auf Diamant. Gut, das sollten wir beachten, ist aber, denke ich mal, nicht so kompliziert. Teppich darf abgebaut werden, das ist schon mal gut, okay, alles klar. Prismenscheiben, sollen wir einsammeln? Okay, scheinen also unsere Belohnungen dann zu sein in der Art. Wolle darf abgebaut werden. Okay, Wolle und Teppich darf abgebaut werden. Nichts sonst. Und die Prismarinscherben einsammeln. Gut, dann, was haben wir hier? WC. Süß. Kleines WC, hier Waschbecken. Plumpsklo. Okay, alles klar. Treppenhaus nach oben. Okay, da kommen wir nicht durch. Treppenhaus nach unten kommen wir auch nicht durch. Dann haben wir noch ein WC. Ja, ebenfalls hübsch gemacht, aber ja, ist nicht viel los, ne? Dann haben wir hier als nächstes die Küche, okay. Aha, aha, aha. Schöne Kräuter, die da oben wachsen. Und hier im Ofen haben wir Fleisch, das ist doch schön. Huch, da haben wir auch nochmal Fleisch. Perfekt. Da haben wir Kräuter. Die lassen wir mal stehen. Und gucken mal weiter hier entlang. Aber erstmal gucken wir in die Abstellkammer. Jede Menge Truhen. Perfekt. So, die oberen gehen nicht auf. Okay. Ah, da haben wir hier schon mal das erste Schatzsegment. Ein Buch Story. Okay, gucken wir gleich mal rein. Da ist das nächste Schatzsegment. Okay, das war's. Dann gucken wir mal ins Buch rein. Seite 1 von 1. Der Tempel im Dschungel. Willkommen im Dschungeltempel. Im Tempel sind Schätze versteckt, die du plündern willst. Oh ja, das wollen wir. Okay. Doch Vorsicht, überall sind Fallen und Rätsel aufgestellt, die dir das Leben schwer machen. Nimm dich in Acht. Gut, machen wir. Wir nehmen uns in Acht und marschieren mal direkt weiter. Hier geht's lang. Okay. Kammer 1. Spawnpunkt wird gesetzt. Perfekt, da haben wir eine Endertruhe und eine normale. Da haben wir Melone drin und ein Buch für Kammer 1, beziehungsweise mit dem Titel Kammer 1. Wir packen mal den Schatz hier rein und die Story. Das erste sollten wir, glaube ich, am Mann behalten und gucken mal ins Buch rein. Seite 1 von 1, Kammer 1, Wettrennen gegen die Zeit. Na super, das geht ja direkt gut los. Das heißt, wir werden gleich wahrscheinlich von irgendwas verfolgt werden. Irgendwas auf Zeit schaffen müssen. Kammer 1. Okay, muss man sich hier schon beeilen. Truhe, Schatz und nochmal Fleisch. Jetzt haben wir drei davon. Das ist ziemlich gut. Glaube ich. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Gehen wir hier mal hoch. Aha, aha. Und die nächste Schatztruhe. Sehr schön. Das läuft doch schon mal ganz gut. So, jetzt sind wir vorhin da reingegangen, kamen da raus, sind hier hoch, kamen da oben raus. Bleibt zuletzt nur noch diese Leiter. Ja, werden wir mal schauen, wo wir da hinkommen. Wieder eine Schatztruhe? Nein. Okay, Jump-and-Run-Parcours. Na super. Das ist ja genau das Richtige für mich. Ich liebe Jump-and-Run. Nämlich überhaupt gar nicht. Ach, ich glaube, dieses Let's Play wird sich eine Weile hinziehen. Ich hoffe, da kommen nicht allzu viele Jump-and-Run-Parcours drin vor. Beeil dich, um schnell ins Ende zu kommen. Okay, also auch noch auf Zeit. Also super. Zack, hier drauf. Ja, das läuft ja richtig gut, Mensch. Unglaublich.
Wenn er diesen Sprung versemmelt. Das war aber... das war peinlich. Okay. Wie kommen wir denn jetzt wieder hier an Start? Hä? Ah, okay, man wird teleportiert. Gut, alles klar. Das ist natürlich easy peasy. Nicer, dicer. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier etwas besser vorankommen. Zack, da drauf. Da drauf. Und da. Und jetzt haben wir hier Blöcke. Meine Güte. Okay. Das ist eine Fackel. Okay. Das ist ein Baum als nächstes. Zack. Ja, haben wir. Hier. Och Gott. Ich dachte, ich bin runtergefallen. Nein, Zeit ist abgelaufen. Okay. Wir müssen noch etwas schneller sein. Meine Güte. Das ist ja hier richtig auf Zack. 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 Okay. Und... Ja. Wow, wow, wow. Hier hoch. Über den Balken. Komm schon. Hier. Geschafft. Och, unglaublich. Ha, 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 mein Herz. Ah, ich hasse Jump and Run. Ich hasse es. Ich hasse es sehr. Unglaublich. So, erstmal ein bisschen Melone vernaschen. Und natürlich unsere Steine hier in Sicherheit bringen. Wir haben auch wieder Fleisch drin. Oh, das ist, da werden wir weit mitkommen mit dem Fleisch, glaube ich. So, nächstes Buch. Kammer 2. Crafting macht Spaß. Okay. Packen wir auch mal in die Truhe rein und marschieren weiter. Kammer 2. Hier haben wir Cobblestone, Eisen, Redstone, Holzblöcke, Eisenblöcke und Schleim und Redstone. Okay, gebrannter Stein haben wir auch. Okay. Klebrig. 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 Redstone, Eisen, Stein. Ja, ich würde sagen, das sieht mir nach einem nach so einem Pisten aus, nach so einem klebrigen Pisten. Oder? Ja, und wie werden die jetzt noch gebaut? Ja, herrlich. Wie war das denn? Auf jeden Fall schon mal Eisen. Stein. Redstone. Ah. Sollte, glaube ich, mal in jede Truhe reingucken, weil da anscheinend auch noch Schatzsegmente versteckt sind. Eisen brauchen wir nicht. Holz weiß ich gar nicht. Brauchen wir Holz? Ich bin unsicher. Redstone-Fackel vielleicht, indem wir die noch, das Ganze noch anmachen müssen. Da war nichts sonst. Okay, jetzt sind wir einmal komplett rum. Alles klar. Sticky-Pisten. Die waren doch so... war das so? Nein? Wie waren denn nochmal Sticky Pistons? Oder braucht man dafür gebrannten Stein? Moment, wo haben wir denn den gebrannten Stein? Wie war das denn nochmal? Nehmen wir auch mal mit. Zack, die da oben drauf. Nein, so rum nicht. So rum? Nein, so rum auch nicht. Ah, ja, perfekt. So war ein Kolben, genau.
Und jetzt müssen wir den und ich glaube einen Schleim oben drauf. Perfekto. Kammer 2, jetzt wurde eine Tür geöffnet. Ja, schön. Dann lassen wir den ganzen Kladderdatsch mal hier. Zack, wieder zurück. Tür hat sich hier irgendwo da geöffnet, ne? Genau. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Was? Nochmal? Och Mann. Schwein reiten. Schweinesattel oder was? Äpfelfäden. Holzblöcke, Holzstufen, Kürbis, Bücher, Eisen, Möhre. Da fehlt uns aber ja Leder. Bräuchten ja Leder, oder? Oder? Für einen Schweinesattel? Leder? Ich habe das Rezept jetzt auch nicht auswendig im Kopf, aber ich meine, das war mit Leder und Eisen. Ja. Ich glaube, wir werden hier ein wenig länger brauchen, wie das aussieht. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir nehmen uns erstmal, ich glaube, ein paar Äpfel mit, oder? Haben jetzt zumindest was zu essen dabei. Möhren, ja, auch nicht verkehrt. Eisen, weiß ich nicht. Aber wir können ja nochmal in die Truhen reingucken. Vielleicht sind hier auch noch irgendwo Splitter. Schatzsplitter. Nein. Nein, scheinbar nicht. Ah, ich hab die Idee. Möhre, Seil und Holz brauchen wir. Jetzt machen wir einen auf den hier. Ja, ich glaube, so war das. Zack, zack, zack. Machen wir uns eine Angel. Nee, warte, wie war das denn? Angel. Und an die Angel machen wir Möhren. Ah! Ja, sieh einer an. Kiek. Man kann doch die Schweine reiten, indem man dann die Angel davor hält und die Schweine somit quasi lockt. Aber packen den ganzen Kram hier erstmal wieder rein. Karotten. Die Äpfel auch. Komm, wir haben so viel Fleisch, also 5 Fleisch und wir kriegen jedes Mal in den Zwischenräumen immer Neues. Das wird reichen. Ich wollte nur mal gucken, ich habe aber, glaube ich, keinen Splitter übersehen. So, hier geht's weiter. Tap, 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 tap. Treppe hoch. Bitte. Danke. Und jetzt müssen wir was machen. Ist es hell oder dunkel? Ja, keine Ahnung. Sehe ich nicht. Hast ja hier kein Fenster eingebaut, wa? Nee, dürfen wir nicht kaputt machen. Ist es hell oder dunkel? Was haben wir? Quarz, Glas, Scheibe, Glasblock, Stein, okay. Eine Leiter, Sticky. Ein Zaun und ein Holzblock. Vermutlich irgendwie Eiche oder sowas ist das. Schwarzeichen. Okay. Dann gucken wir doch erstmal direkt in alle Dinger einmal rein, ob wir hier irgendwo einen Kristall haben. Ja, da haben wir einen. Jetzt haben wir schon 2. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt haben wir alles einmal durch. Ist es hell oder dunkel? Sollen wir eine Uhr bauen? Aber für eine Uhr brauchen wir Redstone und Gold. Wir haben weder Redstone noch Gold. Hätte ich jetzt Redstone von unten mitnehmen sollen? Aber Gold haben wir auch nicht gehabt. Das kann es ja auch nicht sein. Ich bin etwas überfragt gerade. Stein, Leitern. Ist es hell oder dunkel? Da fällt mir nur eine Uhr ein. Was kann man denn sonst noch hier rausbauen? Glas. Quarz. Moment. Glas und Quarz. Es gibt doch...
gibt es nicht diese Sonnendetektoren oder diese Solaranlagen? Es gibt doch diese Solaranlagen. Erinnere ich mich, weil wir damit immer unsere Zeitsensoren gebaut haben. Wo mit Hilfe eines Command-Blockes dann das Licht immer wieder, beziehungsweise die Tageszeit auf Null gesetzt wird, wenn es zu dunkel wird. Das kann man mit Hilfe eines Command-Blockes und eben einer solchen Solarzelle, Sonnenzelle basteln. Aber wie ging die noch? Auf jeden Fall Quarz. Glas oder Glasblöcke, aber ich glaube Glasblöcke. Und war das Holz, war das Stein? Was brauchen wir denn unten drunter? Gute Frage. Wir nehmen mal beides mit. Wir nehmen mal Holz mit. Und wir nehmen einmal... wo haben wir es denn? Stein mit. So. Dann wollen wir mal gucken. Wobei... Nee, wir machen das anders. Ob ich mit der Idee der Sonnenquarz-Gedöns-Uhr richtig gelegen habe. Oder nicht. Das verrate ich in der nächsten Folge. Da werden wir mal gucken, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt schon mal soweit halbwegs Spaß gemacht. Ihr seid... Ja, was heißt da miträtseln? Na, zumindest seid ihr genauso euphorisch dabei wie ich. Das hoffe ich doch sehr. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben oder nach unten, aber lieber nach oben da einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt, Verbesserungsvorschläge etc. Nehme ich alles gerne in Kauf. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir mal schauen, wie weit wir hier in den Dungeon noch kommen werden und ob diese Sonnensolaruhr das Richtige war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Pixel Pika. Macht's gut. Tschüss.